Auf Fall zu machen brauchst du kleiner Wichser. Nicht versuchen selbst Vaterstaat sei deiner Mom statt Kinder Missgeburtengeld. Aber MG wusstest du denn schon, dass ich dein Taschengeld finanziere, du Hurensohn. Ich bin zwar kein Dealer, aber fick ich die, hau mal weg. Werden mit meinem Dick so circa 200 Kilo gestreckt. Ey, für die nächste Diät ist es ehrlich zu spät. Sie geht auf die 300 wie Xerxes Armee, Bitch. Ich bin der Bessere von uns, also fick dein Hype. Und wenn du das auch so siehst, MG, ja dann gib mir ein. Mir warst du peinliches Kind, zwar in Erinnerung, doch als geistig behindert. Ich geb dir nen Punch, der dich exakt heilt. Dann zerfällst du zu Staub, nenn dich mehr das 2. Mann, ich werd dich an die Wand klatschen und gewinne vor Gericht. Denn meine Hand ist mehr wert wie Pfandflaschen. Ich dachte mir neulich, dass deine Freunde gar nicht wissen können, dass wir existieren, weil du keine Freunde hast. Du hast keine Klick, bist letztlich alleine in deiner Gang und die Gang find ich scheiße. Kill mit der Glock, 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 Glock. Deine ganzen Verwandten, du Schnappel, ich verballer dich und dann ist aus. Er zu dem du bist nicht MG, du bist MG. Wackeltexte und pseudo-aggressiver Flow. MG, deine beste Runde war die Qualifikation. Kriegt man uns als Gegner, denkt man sich OMG. Trifft man auf dich, dann ist die Freude groß. OMG. MG wär so gern mit Haus im Team. Und wir ficken seine Schwestern diese Haus im Team. Denn wenn Punches pure Muskelmasse wären, dann wär ich der Hulk. Und MG eine Missgestalt. Bitch, ich weiß, dass du hässlich bist, ist Ansichtssache was. Ich sag MG, halt die Fresse und er fasst dich an den Arsch. Doch ich weiß, wir sind hier nicht bei einem Model-Wettbewerb. Denn wenn das deiner wäre, wärst du Opfer hier verkehrt. Ich chill mit Rubies bei nem Gig. Währenddessen übst du Pussy deine Kugelschreiber-Tricks. Ey, du kleiner Taugenichts, mach doch mal nen Trick, bei dem du dir den Kugelschreiber einfach tief in deine Augen stichst. Und was sind das denn da für drei krasse Kackbratzen? Ey, die wird dich nicht mal mit ner Kneifzange anfassen. Doch sogar ne hässliche Bitch ist für dich schon okay, weil du dann was Lebendiges fickst. Tschüss, ich dachte mir neulich, dass deine Freunde gar nicht wissen können, dass wir existieren, weil du keine Freunde hast. Du hast keine Klick, bist letztlich alleine in deiner Gang und die Gang find ich scheiße. Kill mit der Glock, 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 Glock. Deine ganzen Verwandten, du Schnappel, ich verballer dich und dann ist aus. Er zu dem A. Du bist nicht MG, du bist MG. Wackeltexte und pseudo-aggressiver Flow. MG, deine beste Runde war die Qualifikation. Kriegt man uns als Gegner, denkt man sich OMG. Trifft man auf dich, dann ist die Freude groß. OMG. Ey, und sag mal, bist du Bastard verwirrt? Ich komm mit breiter Brust auf meinem Ross angaloppiert. Bevor du battlest, solltet ihr mal deine Videos synchron schneiden. Wie willst du mich sonst ficken? Willst du mich tot reiten? Und das Video hat noch eine Kehrseite. Denn es ist mir neu, dass ein Esel auf nem Pferd reitet. Doch weil das Karma sich ja meistens balanciert, reitest du halt auf Pferden und deine Mom auf mir. Und jetzt kann man vielleicht verstehen, weswegen du immer auf ner Weide drehst. Ist halt ziemlich praktisch, wenn du reiten gehst. Du willst auf das Cover von der Juice, aber warte doch mal, MG. Zuerst kommst du aufs Cover von der Wendy, da brauchst du auf dem Bild nicht mal lächeln, denn ich mein, du passt ohnehin schon gut mit deiner Pferdefresse rein. Du hast keinen Erfolg, deine Mucke findet einfach kein Ohr. Wenn nicht mit Rap, dann mit dem Rollsport. Mixtapes, 3 Jahre Battle-Rap und YouTube sprengt die Million. Denn ich rap wie gedopt, über alles was ich finde motiviert SML-Latte auf der stressliche Lohn. Keine Kohle auf der Bank, aber langsam bekannt, dank Anklang. Und ich hatte Vermögen bei der Sache, denn wer Punch Arroganz den Anfang gemacht hat, Panzer hat sich jedermann. Ich weiß wer Angst hat und nutzt sie aus. Wut im Bauch, keiner hätte mir den Wiki zugetraut. Aber jeder würde gerne wieder Teil von der Bewegung sein. Ach leider geht euch allzu schnell die Puste aus. Mach Welle, weil du gerade ein paar Platten mehr verkaufst. Aber glaub mir, wir sehen uns bald. Und dann zeig ich dir, wie hart sich eine Nackenschelle anfühlen kann. Und die brennt dann auf Lebenszeit. Ich brauch keine Maske, kein Image. Brauch keine Drogen und brauch keine Bitches. Ich rap wie ne Sau, bin ich hochmotiviert. Also teste nicht aus, was für ein Promo passiert, die dem Level meiner Technik gerecht wird, ha? Ich rate nur dich einzuschreiben, denn es ist eine Frage der Zeit, bis ich alles erreicht hab und dann hab ich keine Zeit. Überall gelabert, bis ich komm und wir zeigen, dass wir halt keine Rapper sind, die nur im Internet Welle machen. Erst wollt ihr Streit, aber dann wollt ihr reden, hat's alles gegeben. Mann, ich krieg deine besten Sachen, während alle Kritiker nach Messages suchen, verschwunden sind die und zwar spurlos. Schreib deine Review, du willst mehr Inhalt. Ich sag, ich fick deine Mutter, du Hurensohn. Ich lebe laut, lass sie ruhig haten, denn sie kennen sich nicht aus. Sie stehen auf hässlichen Beats und wollen ihre alten, halbtoten Idole zurück. Ich spiel das Spiel dieser Idioten nicht mit. Ich geb nen Fake. Ich rede laut, lass sie ruhig haten, denn sie kennen sich nicht aus. Sie stehen auf hässliche Beats und wollen ihre alten, halbtoten Idole zurück. Ich spiel das Spiel dieser Idioten nicht mit. Ich geb nen Fake.
Flucht in den älteren Sportart. Eine, in der man nicht deine Fresse verformen darf. Ich bin nicht so laut, seitdem ich Gangster Support hab. Und spreng deinen Wortschatz mit 16 an fordern. Die Rap überfordern. Wer will noch herkommen und mehr Competition? Ich hab besten Support, Mann. Hab ich 13, die Gang ist im Vormarsch. Ich hefte mich an deine Fersen und wende am Corner. Ich würde meine Stadt supporten, aber scheinbar will mich jeder in dem Kaffee ermorden. Egal, dann okay, ich hab andere Sorgen. Dann hol ich mir halt Deutschland, was ist der Norden? Ich raste mit Worten aus, unter Rappern gehasst. Aber ehrlich, wieso dieser Mist? Weil ihr wisst, dass ich euch todsicher führe und voll. Ich glaub, keiner mehr im Leben hier seine Schoß frisst. Erwischt, ich brauch keinen Respekt, keine Majors, kein Handshake. Brauch kein Flash, man, ich rap wie eine Sau, bin ich hochmotiviert. Also dreh die Mucke auf, bis wieder Boden vibriert. Und dann gib mir deine Kohle, hol dein Foto und dein Autogramm und zeig es deiner Freunde, wenn du ein Tor machen willst, Mann. Ich könnte alle Rapper, die du machst, auf meine Platte holen und damit ein paar Leute glücklich machen, aber nix da. Ich hör sie sagen, meine Platte wäre rap-technisch geil. Die Texte gehen steil, heftige Zeilen. Aber leider folgen sie, wenn sie bewerten, immer nur einer Gesetzmäßigkeit. Wie setz ich den Reim? Wo quetsch ich ihn rein? Wie eine Missgeburt wird immer wieder an den Texten gefeilt. Aber ich hab keine Lust auf solche Notenkinder, denn ich habe mittlerweile hier ein neues Level. Lass sie ruhig haten, denn sie kennen sich nicht aus. Sie stehen auf hässliche Beats und wollen ihre alten, halbtoten Idole zurück. Ich spiel das Spiel dieser Idioten nicht mit. Ich kenn den Fake. Ich bin laut. Lass sie ruhig haten, denn sie kennen sich nicht aus. Sie stehen auf hässliche Beats und wollen ihre alten, halbtoten Idole zurück. Ich spiel das Spiel dieser Idioten nicht mit. Ich kenn den Fake. Zuerst mal komm mir nicht mit dem nach unten gucken, weil ich das immer nur mache, wenn deine Mom wieder versucht, an mir rumzulutschen. Mit der Cap im Gesicht geh ich pausenlos ab, denn so eine Fotze verdient keinen Augenkontakt. Aber andererseits wird heute dein Leben gefickt und ich will in deine Augen sehen, wenn deine Seele zerbricht. Schon steht Casa vor nem Scherbenhaufen, denn ich lass mit deinem Griff an meine Cap deine gesamte Runde ins Leere laufen. Ich raste aus und diese Tunte geht knockout. Ich gegen Casa bedeutet wohl, meine Runde geht aufs Haus. Also muss ich einfach nachfragen, wenn du dir den Kopf zerbrichst, was du über mich schreiben kannst. Ist das dann ein Dachschaden? Du Bastard, du Schwachmat, du Klappspaten. Wenn ich auf den Putz haue, bröckelt deine Fassade. Casa, altes Haus, du solltest Schutz suchen. Denn bin ich fertig mit dir, bist du allerhöchstens noch reine Bruchtbude. Heißt, ich hinterlasse einen Bruchstückhaften, Casa. Und besser, dein Vater hätte es zurückgehalten damals. Du bist kein Aufreißer. Das ist lächerlich, wenn du in was am besten bist, nennt man dich einen Hausmeister. Aber machst in der Runde gegen Sensor auf Casanova. Doch sammelst auf ich dich notiere, wie die Arche Noah. Ich hatte fast noch deine Ische am Start. Doch im Gegensatz zu dir hat die Schlampe den dichteren Bart. Was ist das bitte? Verrat mir mal, warum da so ein freier Platz ist. Bestimmt die Stelle an, die ständig Julians Eier klatschen. Casa spreizt die Backen, Hauptsache er darf hier weitermachen. Statt damals Kondom, heute Inhalt eines Leichensackes. So oder so ist beides Plastik. Für Sonja war deine Geburt schon ein Fehlschlag. Denn sowas kommt höchstens raus, wenn ein Uterus Krebs hat. Du verlierst dieses Ding, als hättest du Lepra. Denn ich krieg einen Gärtner statt einem Gegner. Casa, du Bastard, jetzt ist hier Schicht im Schacht. Wäre besser gewesen, du hättest hier niemals mitgemacht. Du bist kein Favorit, sondern allerhöchstens Mittelmaß. Und hast spätestens Plan von Erdkunde mit dem Gesicht im Matsch. Legen wir die Karten auf den Tisch, dein Weiterkommen war unverdient. Ich bin mir sicher, dass Julian auch meine Runde runterspielt. Trotzdem bist du nicht der bessere Rapper und deshalb nenne ich Julian einen Nuttensohn und schenke dir den Extrapunkt. Ich mach das Ganze nur aus Protest, denn was willst du bringen, außer umstrukturierte Punchlines von Rolex? Oder willst du wieder Angriffsfläche simulieren? Reiß dir ein Bein aus, doch nur um Angriffsfläche zu verlieren. Wirklich großes Kompliment, dich auf Geo zu reduzieren ist nicht unkreativ, sondern die logische Konsequenz. Gleiche Stimme, gleiche Rhymes, gleiche Texte, gleicher Style, gleiche Technik. Sogar die gottverdammte gleiche Fresse. Solange es klingt, als ob er dein Ghostwriter ist, trittst du nie aus seinem Schatten, du Sohn einer.